Ja, Leute, willkommen bei einer neuen Folge von Uncharted 3. Ja, in der letzten Folge ist Elena wieder zu uns ins Team gekommen und es gab eine gute Massenschlägerei. Und wir haben das Loch gefunden. Also ich habe es momentan echt mit Löcher. Ja, wollen wir mal absteigen. Alles in Ordnung, kommt runter. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rubalkali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Schaut doch mal, das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Bestimmt. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Hey, nee. Auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Welcher? Das ist henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis 400 Jahre alte Karte? Was? Den stört's nicht. Irgendwo im Mond. Ist der Mond. Wenn ich hier stehe. Ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm, den benutze ich echt häufig. Mach es. Sully. Oh Gott. Eins, zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal! Was habe ich gesagt? Respekt, es hat geklappt. Ja. Echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Selten. Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Okay.
Dann müssen wir erstmal ein paar Aufgaben erfüllen, wie es aussieht. Gehen wir erstmal hier lang. So was habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Das sieht wie ein Mechanismus aus. Okay. Jemand hat die Zahnräder überall verteilt. Plus und Dingssymbole. Noch einen Weg geben. Da oben. Entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt vier Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Was zum Teufel soll das bedeuten? Finden wir jetzt raus. Eins gelöst. Drück mal Nummer 2. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Okay. Was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Ja, ist es auch. Ein weiter. Okay, gibt keine andere Seite. Ich seh's mir an. Irgendein Schattenspiel, wa? Sully, dein Feuerzeug! Klar, bitteschön. Okay. Wenn ich nur den richtigen Winkel finden, oder? Da ist der Kopf. Okay,
So geht es nicht. Okay. Bitte der richtige Winkel sein. Okay, das funktioniert auch nicht. Wo haben wir den Speer? Steht auch nicht da, ne? Wie läuft's, Junge? Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Du glaubst, von der richtigen Stelle aus ergibt das alles einen Sinn? Genau das hoffe ich. So geht es wohl auch nicht. Das funktioniert auch nicht. So geht es wohl auch nicht. Hey, alles klar da unten? Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Ich habe beim ersten Mal verstanden. Könnte das klappen? Okay, das funktioniert auch nicht. Die Kamera, ne? Nein, das sieht doch gut aus. Irgendwas fehlt noch. So geht es wohl auch nicht. Der Oberkörper, ne? Boah, Gott. Schon mal richtig. Hinkommen. Jawohl. Müsste die andere Tür jetzt aufgehen. Weiter geht's. Okay, ach Nate, hat Francis Drake jemals die verlorene Stadt gefunden? Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große Warnung vor, meine ich. Sieht wie ein verziertes Becken aus. Brat mir doch einen Storch. Oh. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer.
Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Viecher nerven. Oh, Mist! Oh nein, nein. Oh Mann. Noch viel aggressiver. Lang. Mit der Fackel! Mach ich! Okay, bleib nicht an mir dran! Ich glaube, hier kommen wir durch. Wir müssen die Tür öffnen. Sie steckt fest. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte sie damit zurück. Ich helfe Elena von hier aus. Versuch. Das war ätzend. Warum können ich einfach... Können ich einfach die Fackel... Läuft's, Elena! Elena! Alles klar! Ich versuche... Soll ich mit der Kugel? Moment! Auf sie jetzt! Hier! Keine Munition mehr! Ätzend. Kann er echt? Ach, der hat Glück gehabt. Ich glaube, die sterbt jetzt schon wieder. Oh Mann. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln
und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du... Du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Ja, zu Recht. Ja, Leute, dann machen wir für heute Schluss hier. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!